An. Sie führt sozusagen mitten durch unsere gute Stube. Ja, natürlich, auch durch Ihre gute Stube. Da, sehen Sie mal den netten Ententeich. Ganz historisch entstanden. Passt eigentlich zu der Kulisse. LPG-Vorsitzender Beck und Bürgermeister Wilhelm meinen, schaffen wir noch. Und seht euch das mal an. Prima, prima. Aber hat das noch Daseinsberechtigung? Na, ihr seid so still? Ich denke, ihr schafft das noch. Was meinen denn Volksvertretung und Nationale Front? Was sagen Sie? Jawohl, richtig. Der Rat soll sofort Rechenschaft legen vor den Einwohnern und jedem eine Aufgabe geben. Gefällt Ihnen? Mir auch. Nein, dieser Zaun kann nicht mehr zu Ammern gehören. Auch dieses Tor nicht. Wie kommen die nur in diese moderne Umgebung? Hier ist bestimmt was beim Film durcheinander gegangen. Übrigens, wussten Sie schon, rund 64 Millionen Mark stehen im Wettbewerb Schöner unserer Städte und Gemeinden bisher im Kreis zu Buche. Das sind 102% Erfüllung. Darüber freuen wir uns und danken allen Einwohnern. Reicht das jedoch? Antwort gibt uns die App 247. Die Eisenbahn, die hat ein Fass gefahren, die tat es stolz vor vielen Jahren. Die PGH-Fastage doch, die tut sich hier verstecken. Was kümmert sie schon Wettbewerb? Sie fässert hinter Hecken. Demgegenüber ist diese Siloanlage Zeugnis moderner Produktion und Lagerwirtschaft. Aber nein, diese Straßenbahnwagen gehören nicht zur Lagerwirtschaft. Was sie denn hier noch machen? Sie sind ein Denkmal, das Denkmal der Geduld des Rates des Kreises. Lange wird es jedoch nicht mehr stehen. Jetzt greift der Rat in jeder Sitzung diese Missstände an und geht ihnen operativ und schnell zu Leibe. Hallo, ihr Räte der Städte und Gemeinden, macht ihr es auch so? Neu, breit und groß ist die Einfahrt in unsere Kreisstadt. Hat dem Rat der Stadt auch eine Menge Schweiß gekostet. Deshalb geht er sicher auch nicht mehr vor Ort. Anlagen in der Martini-Straße entsprechen der F-247. Fein habt ihr Bürger das gemacht. Schauen Sie mal, das ist wieder Mühlhäuser originelle Denkmalspflege. Unter der modernen Begrüßungsleuchtschrift ein schönes altes Hünengrab. Darf sicher nicht beseitigt werden. Trotzdem, das da sieht viel besser aus. Schandfleck oder Scheune? Das ist hier die Frage, bis heute. Der Rat der Gemeinde Höngeda wird sie durch Taten beantworten. Und er kann es. Hat doch Höngeda einen Namen in der zusätzlichen Baustoffproduktion zu verteidigen. Na, Bürger neben mir, du bist so kleinlaut geworden. Haben wir noch Zeit?
auf nach großen Gottern. Manche sagen nur, auf nach Gottern. Das ist eine Unterschätzung, denn Gottern hat Großes im Wettbewerb geleistet. Also, auf nach großen Gottern. Schauen Sie, was die alles geschafft haben. Die Toreinfahrt, die Sie sehen, kommt auch noch dran. Nach dem Motto, der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Dass ich den Rat der Gemeinde meine, haben Sie gesagt. Ob es noch mehr zu tun gibt? Na, urteilen Sie doch selbst. Sehen Sie dort dieses Schild, schöner unsere Städte und Gemeinden? Hallo Bürger, wo sind Sie denn? Warum laufen Sie weg? Was wollen Sie? Nicht mehr fotografieren, nicht mehr ansehen. Jeden Bürger, jede Leitung, was, auch Ihren Betriebsleiter wollen Sie wachrütteln. Na, prima, dann sind wir uns ja einig. Musik.